Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. So, ja, wir sind in unserem trauten Heim. Trautes Heim Glückerlein, wie es so schön heißt. Ich versuche einfach mal mich hier quasi wegzuschleichen. Wie viele Tage bis zum nächsten Blutmond? Sehen wir mal. 6? 3? Ich weiß nicht, was ich mache. Wie entkommt mir das? Das wollte ich nur mal sagen. Ich weiß nicht, was ich mache. Nur mal so am Rande. So. Die wollte ich würgen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil. Warte, geht das kaputt? Ich weiß nicht, was ich mache. Ich hab dich schon gesehen. Du schon wieder? Na komm, zeig dich. Und hab dich. Wow, Entschuldigung, musste mich gerade konzentrieren. Da war ich gerade still. Passt. Das war alles natürlich reine Absicht. Aha, da kommen wir raus. Okay, ja passt eh, wir müssen hier dahin. Wie gesagt, die Runen und die Knochenfragmente lasse ich jetzt mal. Keinen Bock mehr, die zu suchen. Verbrennt wieder Walöl. Seltsam, wer sollte den Gestank und das Licht wollen? Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich höre Gebieterin. Ich bin treu ergeben. Ja, ja, ja. Habe ein bisschen Halsweh. Vielleicht versuche ich es mit eingeweichtem Borsch und Kamille. War das gut? Was? Keine Ahnung. Ich habe nicht mehr Ahnung, was ich hier mache. Stimmt was nicht. Du bist nicht. Scheiße. War klar. War so klar hier. Natürlich sind es zwei. Was wird es denn sonst sein, als wie dass es zwei sind? Ich hasse es. Eieiei. Natürlich macht die Tür zu und selbstverständlich. Ich hätte mich besser verstecken müssen. Es tut mir sehr leid. Und ich muss auch anfangen, weil. Was mache ich da? Warum? Ich frage nicht nach dem Warum. Nein, ich frage nicht nach dem Warum. Ganz einfach, das ist Logik. Das ist ganz einfach Logik. Das klappt einfach nicht. Sie bleibt halt irgendwo am Türrahmen hängen und dann klappt das schon nicht mehr. Ja, ja. Das ist ganz normal. Manchmal geht's gut, manchmal nicht. Kommt aufs reine Glück drauf an. Ja, natürlich. Was sonst? Was sonst? So, ist jetzt nochmal. Ja, muss ich fast, ne? So, passt. Ich mag dieses kalte Licht nicht. Licht von den toten Maschinen. Ich soll's speichern?
Ich hätte sie dominieren können, ne? Ich probiere es nochmal. Ich lade nochmal, vielleicht kann man sie dominieren. Ja, ich weiß, es ist fürchterlich mit mir. Ich weiß doch, ich weiß doch. Ich weiß. Komm. Mach hinne. Boah, die Sonne scheint. Boah, hab ich noch gar nicht mitbekommen. Mein schönes Wetter heute wieder. Da geht einem das Herz auf. Einmal. Skandis. Skandis. Ich mag dieses kalte Licht nicht. Yeah. Das war kein Hammelfleisch. Mir egal, was die sagen. Ich kenne Hammel. Passt. Da ist auch eine Tür. Mach mal lieber dazu. Ist gesünder. So gut, die eine. Ja, das eine habe ich eh nicht gefunden. So, jetzt soll es mit dem Buckel rundrutschen. Stimmt, ich wollte da lang. Und ich wollte speichern. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen jetzt aber einen neuen Spielstand. Den hier. Ja. Gut. Du Heilige. Bin ich da richtig? Ich glaube nicht so recht, ne? Na? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist so. Ich weiß es überhaupt nicht. Das ist so. Ja. Sag ich auch immer. Wo waren das jetzt bitte? Wie konnte ich da jetzt nochmal weg? Ich hab's gepflegt vergessen. Ist, glaube ich, nicht so gut. Jemand verbrennt wieder Walöl. Seltsam, wer sollte den Gestank und das da drüben, ne? Ne. Ich schaue mich nur mal kurz um. Ah, doch, wäre schon richtig gewesen. Wäre schon richtig gewesen, okay. Wäre schon richtig gewesen. Jetzt muss ich die Damen da noch ausschalten. Die ersten zwei gehen eh nicht so schlecht, die dritte eventuell auch. Die kriegen wir. Drei auf einmal. Aber die vierte wird ein Problem. Oder auch nicht. Mal schauen. So, also. Kuchen wäre fein. Vielleicht treibe ich ja eine schöne Dose Hexenfisch auf. Hey, was mache ich da? Ich schau doch nur da. Ja, ja, ja. Ja, ja, um Gottes Willen. Ja, da, da. Ja, es, das Gefälle geht schon wieder los. Es ist fürchterlich. Ich werde mich einfach darauf porten. Darauf ziehen. Auf den einen Dings da. Auf die Wand. Richtig da oben. Und einfach mal das Beste hoffen. Jemand verbrennt wieder Walöl. Seltsam, wer sollte den Gestank und das Licht wollen? Na komm. Und da drüben noch.
komm. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist so. Ich weiß überhaupt nicht. Das ist so. Scheinbar, weil ich gelaufen bin, deshalb. Ich höre. 1, 2, 3. Ich bin treu ergeben. Ja, ja. Und mit ein bisschen Glück. Zwei sind es immer noch. Mit ein bisschen Glück hauen die zwei nämlich jetzt wirklich ab durch die Tür dort, dann haben wir freie Bahn. Das wäre jetzt echt Kylo. Das wäre echt toll. Ja. Zwei. Was? Die hauen wieder ab. Oha. Ich hoffe, das passt so. Achso, da oben wäre es noch weitergegangen, oder was? Normalerweise. Müsste es aber passen. So, jetzt sind wir schon mal da. Oh nein. Ich habe gerade was vergessen, ne? Oder? Geht das schon? Muss ich doch erst den Strom einschalten? Na? Schaut aus. Geht, okay. Da würde ich sagen... Ich speichere wieder mal. So. Die Viecher muss man töten, ne? Dann gibt es jetzt einzelne Stockwerke, okay? Kopf ist hin. Jetzt müsste es stimmen. Ich rühre jetzt einfach mal, ne? Guck, 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 guck. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, da ist nichts. Nur alles vollgeräumt. Mehr nicht. Okay. Habe ich gespeichert? Ich habe voll vergessen, ob ich schon gespeichert habe. Warte. Nein. Bitte. Doch. Nein, doch. Oh. Ja, speichern wir mal. Und dann nächster Stock. Was haben wir da?
toter Körper. Mhm. Auch nicht sonderlich super, ne? Ein Butler. Der hat sich hier gerade so irgendwie einrichten können, ne? Arme Sau. Na, wie gesagt, die Runen und so, die Schere mir auch gar nicht suchen mehr. So. Dauert ja alles 30.000 Mal zu lange. Das Let's Play wird sonst wahnsinnig langweilig. Haben wir da? Pistolen, okay. Zum Dach des Towers. Na dann, gehen wir's an, oder? Gehen wir's an. Es wird gespeichert. Ganz schönes Stück, ne, bis hierher. Ah, schön. Ein Galgen hängt da schon, sehr schön. Sie werden mich zurückbringen und durch meine Hände sterben. Was sind denn das da drüben alles für... Ja, ich glaube, ich speichere noch einmal. Ich weiß, es hat eigentlich gerade gespeichert. Na, es ist wurscht. Kann ich den Auto-Dings nehmen? Sie polierte Onyx, als sie ihr Fleisch zeichnete. Mein Fleisch. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Auf jeden Fall mache ich wahrscheinlich das eine oder andere wieder verkehrt. Ja, ja. Thronsaal. Mhm. Da einfach so mittig, wahrscheinlich mittig, ne? Ach so. Verbarrikadiert, okay. Und hier drüben. Schaut's besser aus. Oder auch nicht. Nope, schaut nicht besser aus. Ist genau die andere Seite, wo ich hätte hingemusst. Super Zocki. Dummnuss, was kannst du eigentlich? Nix. Das wisst ihr doch eh. Das tut's doch nicht so, als wenn es das nicht wissen würdet. Ist hier jetzt besser? Nicht wirklich, oder? Tja, wie ist denn das jetzt gedacht? Da oben drüber komme ich ja auch schlecht, ne? Das geht, okay. Das geht auch. Das ist sicher nicht richtig. Tja. Da drüben könnte es eventuell noch reingehen. Hm.
kann nicht stimmen, oder? Na, komm! Da oben geht's ja auch nicht. Jo, Kreiskruze Dirken. Wie geht's da rein? Ja, freilich geht's da rein. Ich bin nur doof. So, hinmachen. Immer diese ruhe Gewalt. Bin zu fett, ich komme nicht durch. Alle zu Stein. Delilah. Was hat Delilah mit meinem Thron gemacht? Kann ich sie würgen? So billig? Endlich! Na, du Hex! Sind sie gekommen! Willkommen zurück! Ich habe viel gearbeitet, seit sie gingen. Bewundern Sie den Pinselstrich? Auf das Thema kommt es an. Das ist die Welt, wie sie sein sollte. Von mir selbst geschaffen. Und für sie ist darin kein Platz. Doch, wir könnten ein Paar, ein Team sein. Ja, süße Nichte. Ratten von Dunwall frisst. Schlagen sie zu. Wie ihr Vater vor ihnen. Sie können mich nicht töten. Haha, nix erwischt. Wie mache ich das? Ah ja. Das ist nicht richtig. Ja, so muss das gehen. Das Herz einfach einsetzen, wenn es in der Nähe ist. Eliminiere, platziere die fehlerhafte Rune. Sie haben viel zu viel Leid verursacht, Delilah. So, das tun wir mal dahin. Auf dem Thron. So. Okay. Und jetzt? Bewusstlos werden. Wie geht das jetzt? Warte, ich muss mal lesen. Langsam. So, was haben wir jetzt gemacht? Setzt das Herz gegen Delilah Corpusbone ein. Haben wir gemacht. Lass sie bewusstlos werden. Warum ist das schon mit X markiert? Damit ich sie tragen kann. Ja, das würde ich ja gern. Wo ist denn? Papi. Warte. Emily, was ist geschehen? Setzen wir uns. Ich erkläre alles. Habe ich was falsch gemacht mit der Rune? Die Kaiserin, das größte Geschenk. Zwei Errungenschaften bekommen. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Das wäre zwar nicht so toll. Ich hätte sie im Kampf... Vielleicht... Hä? Irgendwie habe ich es auch mit den Enden, ne? Jetzt tut sich irgendwie nichts mehr. Man hört zwar was, aber... Hallo? Wahrscheinlich hängt sich gleich das Spiel auf oder so. Dann kann ich es ja nochmal probieren. Irgendwas ist da gerade komisch. Hätte ich sie jetzt im Kampf würgen sollen wahrscheinlich. Muss ich da nochmal die Questlog durchlesen? Oder lädt es einfach so lange?
Das ist aber abnormal lang. Ich hab's irgendwie mit den Enden, ne? Hallo? Kein Glück. Das Spiel scheint noch zu gehen. Was ist jetzt? Ich lade nochmal. Ich habe schon bemerkt, das haut nicht so hin. Der müsste sein, ne? Oder? Ich schau mal. Ich hoffe, ich bin da richtig. Da muss ich mir nochmal schnell die Quest durchlesen, ob es schon geht, dass man die leider jetzt schon zu Kampfbeginn würgen kann. Oder nicht? So, wo sind wir da? Aha, da sind wir erst. So, nichts wieder auf. Da muss ich erst die Tür öffnen, ne? Das ist jetzt ja auch doof, ne? Ach, was soll's. Rennen wir halt das kleine Stück noch hin und dann muss ich sowieso schnell speichern und dann passt das schon. Vielleicht ist es besser, wenn das nochmal neu lädt. Keine Ahnung, was das wieder für ein Bug ist bei mir. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. War bei Outlast auch so, dass der Schluss quasi war auch ein bisschen buggy. Ließ sich nicht laden. Keine Ahnung. Fragt mich was Leichteres. So, jetzt nochmal. Sie werden mich zurückbringen und durch meine Hände sterben. Ja, ja. Mach mal. Ist alles gut. So, 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 so. Da gehen wir schon hin. Dann, ich habe zu früh gekrochen. So. So. Aufstehen. Stehe ich? Jetzt ab. Und speichern. Ich speichere das so. Auf alle Fälle speichern. Ja. Und dann bringen wir es nochmal. Doch zuvor schaue ich ganz fix in die Questlog rein. Ziel. Ihr Herz gegen sie ein. Siehst du? Da steht noch... Ach so. Mhm, okay, ich glaube, ich begreife schon. Was soll nicht möglich sein. Mit meinem Thron gemacht? Hallo. Endlich sind sie gekommen. Ja. Willkommen zurück. Ich habe viel gearbeitet, seit sie gingen. Ja. Kann man springen? Sie sind zurückgekommen. Ich habe nur rechte Maustaste gedrückt, mehr nicht. Sie haben meinen Geist zurückgebracht. Folgen Sie mir, liebe Emily, und sehen Sie, wie ich alles umgestalte. Das hatte man vorher gar nicht gesehen. Okay. Okay. Okay, jetzt nochmal nachschauen. Das hat man vorher gar nicht gesehen. Also war vorher schon ein bisschen buggy sozusagen. Ich sage es einfach mal so. Die fehlerhafte Rune auf dem Thron platzieren. Okay. Folge Delilah. Warte mal, ich werde das aber speichern, bevor ich wieder Scheiße baue, weil jetzt hat es gerade hingehauen, ne? Also ja. Das ist wieder typisch, ne? Dann optional sollen wir hier die Rune platzieren. So. Das haben wir ja gesehen. Setzen Sie das Herz gegen die Leiter ein.
Eliminiere Delilah, platziere fehlerhafte Rune. Kommt noch was? So, sollen wir nochmal schauen. Ziele, folge Delilah. Okay, folge Delilah ins Gemälde. Können wir Papa schon befreien? Vater. Nein, das war ein totaler Bug. Totaler Bug. Ich bin total unschuldig, meine Lieben. So schaut's aus. Dann werden wir das Ganze wieder speichern. Weil ich bin total verunsichert, ganz ehrlich. So. Und wir... Ja! Gehen durchs Portal. Die Welt, wie sie sein sollte. Die Welt, von der sie träumt. Lass Delilah bewusstlos werden. Was habe ich drinnen? Nix! Wie kann ich sie bewusstlos werden lassen? Welche ist die richtige? Ich habe hier übrigens keine Kräfte, nur damit ihr wisst, ja? Ich habe hier gar nichts. Ich habe gar nichts und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß gerade auch nicht, warum so viele Doppelgänger da sind. Sie kann da Sachen machen und ich darf nichts. Ist mir immer dasselbe, ne? So, laden. Der Part wird, glaube ich, Überlänge haben. Ach, du liebe Zeit. Ja, der Part ist zu Ende. So schaut's aus. Na gut, ihr Lieben. Dann wird das große Finale noch warten müssen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier von einem Let's Play seht. Ja, durch mich wird es zum Desaster. Und wir hören und sehen uns, besser gesagt, wir hören uns, weil ich habe keine Webcam an, beim nächsten Mal. Tschüssi!